Besucher haben Fotos aufgehängt und Blumen für die 159 Menschen niedergelegt, die nach dem Einsturz des Wohnhauses am Meer in der Nähe von Miami Beach, Florida, in der Nacht zu Donnerstag noch vermisst wurden. Gleichzeitig suchten Dutzende Feuerwehrleute weiter unter meterhohen Trümmern des 12-stöckigen Champlain Towers South nach Überlebenden. Mit Spürhunden, Spezialkameras, Horchgeräten und schwerem Gerät, behindert von Windböen und Regenschauern. Die Behörden bestätigten am Freitag 4 Tote, mindestens 35 Menschen konnten gerettet werden. Ein Familienmitglied eines Vermissten: Die Wohnung meines Onkels ist genau dort, wo diese violette Säule neben der Fliegengittertür steht. Noch kein einziger Rettungsmitarbeiter hat versucht, nach und nach vielleicht sogar von Hand Trümmer wegzuräumen, um tatsächlich Menschen rauszuholen. Die Ursache des Unglücks in Surfside ist weiter ein Rätsel. Der Wohnkomplex aus den 1980er Jahren sei erst kürzlich im Rahmen einer routinemäßigen Inspektion von Experten untersucht worden, so ein Stadtrat. Um zusätzliche Mittel und Material nach dem Unglück freizugeben, rief Floridas Gouverneur den Notstand aus.